Trader. Mit uns hast du gute Karten. Hallo und herzlich willkommen wieder beim Trader. Heute Pioneer am Freitagabend, inzwischen in der zweiten Runde. Ich habe vorhin gewonnen. Ich auch, aber das haben die Leute gesehen. Ah, stimmt, da war was. Ja, wir dürfen uns jetzt die Ehre geben, Michael gegen Michael. Ja, also Michael wird gewinnen. Michael gegen Nivo. Ja. Ja, wenn ihr auch mal dabei sein wollt, trader-online.de, der Reiter Events. Ein Ticket holen, vorbeikommen, Spaß haben, neue Freunde kennenlernen. Ja. Gewinnen, verlieren und glücklich nach Hause gehen. Ich meine, ich war jetzt anderthalb Monate nicht da und bei den Draft-Leuten kenne ich so gut wie gar keinen, der heute mitspielt. Also es sind immer viele Leute da. Wer fängt denn an? Wer höher würfelt. Okay. Das 4. ist eine 4. Die habe ich gerade gegen den Jens auch gewürfelt, glaube ich. Das ist Arroganz. Du darfst aussuchen, wer anfängt. Arroganz, die funktioniert. Und darum fange ich auch an. Nee. Okay. Okay, du spielst das. Macht das Sinn? Ne, kann ich nicht machen. Ich auch nicht. Man sagt ja, man braucht Lens und Spells. Ich habe nur Lens. Leider muss ich auch einen Mulligan nehmen. Epp. Zwei Länder, die kein Weiß machen. Und dann ich ziemlich lange nichts tun können. Also meine Länder hätten alles gemacht, was ich brauche. Also, aber dann muss ich hoffen, dass ich keine weiteren Länder nachziehe. Ich hätte unbedingt Länder nachziehen müssen und ja, das wäre wahrscheinlich gut gegangen. Bevor ich dir jetzt gleich nochmal zum Cutten das Deck hinlege, lass mich nochmal eben einmal kurz meinen Sideboard checken. Ob nicht doch was noch vom letzten Spiel falsch ist. Nee, es ist alles richtig. Ja, es kommt immer wieder vor, dass man das ein oder andere dann doch vergisst. Mhm. Ja. Wir haben ja in Gent gegeneinander schon ein bisschen so getestet. Ich weiß ja, dass ich mich mit dem Deck schwer tue gegen dich. Das ist leider das Problem. Ja, aber du kannst auch einen Blödsinn machen, den mich nicht so schön findet. 7. 7 und 7. Gucken wir mal, ob uns 7 minus 1 gefällt. Ja, ich würde es versuchen. Ich bin auch dabei. Ich bin der Mivo und ich bin auch dabei. Okay. Gut, dann auf ein gutes. Ja, ich spiele eine Cavern of Souls. Sage ich Humans und gebe ab. Sobald du jetzt irgendwas anderes als Humans sagst, müssen wir die markieren, ne? Ja. Okay. Macht farblos oder macht ein Mana für einer beliebigen Farbe für die Kreaturen des Kreaturentyps. Und wenn ich Sachen damit caste, können die nicht gecountert werden. Genau. Und ich spiele wieder die Halle der Sturmriesen. Die kennt ihr schon, da habe ich, glaube ich, die letzten Spiele alle mit angefangen. Ja. Du bist dran. Dann spiele ich ein botanisches Sanktum. Kommt ungetappt, außer ich habe zwei oder mehr andere Länder. Mhm. Kommt getappt, außer ich habe zwei oder mehr andere Länder. Für eins spiele ich ein Experiment 1. Ja. Human Ooze. Mit Weiterentwicklung, wenn was Größeres reinkommt, egal ob Power oder Toughness, kriegst du eine 1-1 Marke und 2 Marken runter zum Regenerieren. Ja. Am Ende deines Zuges würde ich einen Blick aus Otherworld Negate spielen. Ich schaue mir die obersten 3 Karten meiner Bibliothek an und lege eine beliebige Anzahl davon in meinen Friedhof. Ich nehme dieses eine. Nur eins in Friedhof. Nur eins in Friedhof, ja. Das andere. Scheint gut zu sein. Scheint gut zu sein, ja. Das geht oben drauf. Ich ziehe eine Karte und spiele einen Turmklippenkanal. Das ist das gleiche Land, was der Michael hat, nur in Rot. Ja. In diesem Fall. Etappe. Und ich würde für 2 Mana einen Picklock Prankster als Kreatur spielen wollen. Der ist 1-3 Flugfähigkeit, Wachsamkeit. Mhm. Dann bist du. Ziehe eine Karte.
spiele einen versteckten Innenhof. Auch da bestimme ich Humans. Macht auch da farblos oder ein Mann einer beliebigen Farbe für Kreaturenzauber des Kreaturtyps. Er kann auch Fähigkeiten dieser Kreaturen bezahlen, farbig. Mhm. So, dann bezahle ich 3 für einen Mantis Rider. Ja. Fliegend wachsam Eile. Ist größer wie das Experiment, darum wächst es. Mhm. Und ich greife dann mal mit beiden an. Dann blocke ich den. Wenig überraschend. Bekomme 3. Ja. 2-2 vor 1-3, passiert nicht viel. Dann bin ich dran, ne? Ja. Dann ziehe ich eine Karte. Das ist eine Karte. Und ich habe noch einen Turmklippenkanal. Ja. Und für ein blaues würde ich mal Abwägen spielen wollen. Ich surveile 1. Das geht freudig weg. Das brauchen wir nicht. Dann würde ich für ein blaues Taschenspielerei spielen wollen. Die beiden obersten Karten angucken, eine davon auf die Hand nehmen und eine unten drunter. Der hat auch noch Wachsamkeit. Ja. Frecher Typ. Das wäre doch nicht gut. Ich würde nochmal Optionen spielen wollen. Ja. Die Karte nehme ich mit. Ja, ich weiß. Ich versuche nur hübsche Sachen zu spielen. Ja, dann kann ich auch nicht mal angreifen und ja, kannst du schon. Wachsamkeit ist halt Wachsamkeit, ne? Dann bist du dran. Dann ziehe ich eine Karte. Spiele ich ein unbeanspruchtes Territorium. Auch hier Menschen, auch da farblos oder beliebig für diesen Kreaturentyp. Der nur für Zauber, der kann auch Fähigkeiten. Der sagt, diese Kreaturenzauber können dann auch nicht gecountert werden. Dann... spiele ich eine Truppensammlung. Bitte. Instant für 4. Ich schaue mir die obersten 6 Karten meiner Bibliothek an. Darf bis zu 2 Kreaturen mit Kosten 3 oder weniger ins Spiel bringen. Welche nehmen wir denn? Welche nehmen wir denn? Das ist tatsächlich schwer. Oh. Ich wäre für keine. Der Chat stimmt mir bestimmt zu, ne? Am besten keine nehmen. Es werden auf jeden Fall 2 Kreaturen. Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich die richtige Wahl. Oder? Ja. Ja. Wenn 3 gute Sachen dabei sind. Tja. Ja, Werwolf-Rudelführerin 3-3. Wenn sie angreift und ich mindestens 6 Power angreife, darf ich eine Karte ziehen. Für 3 ein grünes, wird er bis zum Ende des Zuges ein 5-3 mit Trampel und verliert seinen Menschentypen bis zum Ende des Zuges. Und für dann Talia, Guardian of Raven, 2-1 Erstschlag und Nicht-Kreaturenzauber kosten 1 mehr. Mhm. 3-3, 2-2 ist größer, ich hab wächst. Schon hochgedreht. Ja. Dann gehe ich in Combat. Die beiden für 6. Dann würde ich 3 Schaden nehmen. Ja. Dann bin ich fertig. Ziehe ich ein Kärtchen. Würde nochmal eine Taschenspielerei spielen wollen. Ja. Wenn die Sachen. Wenn die Karten alle in der verkehrten Reihenfolge kommen, ne? Machst du nix. Mhm. Lass uns ins nächste gehen. Da brauche ich nicht mehr weiter rumspielen. Da komme ich nicht mehr rein ins Spiel. Das habe ich verloren. Ja. 1-0 für dich. Mhm. Die Frage war halt, nehme ich die Talia, die dich ordentlich bremst, oder nehme ich irgendwas, was mich auf dem Feld explodieren lässt? Ich würde den sicheren Weg nehmen, so wie du es gemacht hast. Ja. Wir waren 5 Kreaturen bei. 2 Talias und 3 weitere und ein Land. War nicht die schlechteste Truppensammlung. Nee, das definitiv nicht. Hatten wir in Gent eigentlich mit Sideboard gespielt? Nee, ne? Ich glaube, ich war zu faul zum Sideboard. Du warst zu faul, ja.
Ja, wir spielen ja ein Event hier und wenn ich jetzt mich mal einmal für ein Deck entschieden habe, dann muss ich das weiterhin spielen. Ich hätte jetzt auch sagen können, ich nehme was anderes, aber ich weiß nicht, ob der Michael damit einverstanden gewesen wäre. Schlussendlich auf Turnieren ist es so eigentlich, man legt sich auf ein Deck fest und muss es dann spielen. Ja. Wenn man ein bisschen casual mehr unterwegs ist und das mit den Leuten abspricht, kann man zwischendurch natürlich auch tauschen. Aber das ist eine ganz starke Absprachegeschichte und kann man bestimmt nicht einfach so machen. Nee. Gerade bei den Commander-Events hier wird vorher immer gefragt und viele Leute oder niemand ist dagegen, zwischendurch die Decks zu wechseln. Gerade im Commander ist zwischendurch auch mal was anderes ganz nett. Genau. Da bringt auch meistens jeder immer mehrere Decks direkt mit. Mhm. Ja, aber auch gerade gegen Jens habe ich auch die erste Runde verloren. Das heißt bei mir ja nichts. Ich versuche mich jetzt einfach wieder reinzukämpfen. Ich habe gerade auch erst verloren und dann zweimal den Schwung zurückgeschafft. Ja, warte mal, das funktioniert ja nicht. Hm? Das funktioniert dann jetzt ja nicht. Du wirst ja. Ich habe nur gesagt, dass mir gerade auch passiert ist. Nicht, dass ich das jetzt auch mache. Nee, weißt du, wenn du das jetzt nicht tun würdest. Ja doch, drei Spiele ist fair. Haben wir gerade gemacht, können wir jetzt auch wieder machen. Wobei der Jens gerade das zweite Spiel auch nicht wirklich mitgespielt hat, wenn ihr ehrlich seid. Ne? Das war, ich lege eine Kreatur, opfere meinen Blood-Token, lege die gleiche Kreatur nochmal, kriege einen Blood-Token. Also er ist sehr lange auf zwei oder drei Ländern hängen geblieben, deswegen war da nicht viel los. Ich muss ein bisschen weiter reinholen, dass man deine Führung auch sehen kann. Ja, ich habe gerade ja nicht anfangen dürfen, das ändert sich jetzt. Ja, also nur wenn du möchtest. Ja, ich möchte. Na dann viel Spaß, viel Glück, hoffentlich mit diesen 7. Ja, das sehe ich genauso wie du. Mhm, ja. Können wir machen. Mhm. Ich habe einen Turmklippenkanal. Ja. Und eine Tasse Spielerei. Die geht auf die Hand, die geht unten runter und dann darfst du. Cavern of Souls, immer noch Menschen für einen Hopeful Initiative. Ja. 1-2 Training für 2 und ein weißes und 2 Marken von Kreaturen, die ich kontrolliere, entfernen. Zerstör Artefakt oder Enchantment. Eine Insel und ein Aktenvernichter, Ledger Shredder auf Englisch. Mhm. Wenn ein Spieler seinen zweiten Spell in einem Zug spielt, darf ich Connive durchführen, das heißt, ich ziehe eine Karte, werfe eine Karte ab. Und wenn es eine Nicht-Landkarte war, kriegt die Kreatur, die Connive hat, eine 1-1-Marke. Dann bist du. Entkomme ich, ziehe eine Karte. Versteckter Innenhof, Menschen, Talia, Guardian of Thraben. Ja. Bin fertig. Dann gehe ich in meinen Zug. Talia immer noch nicht Kreaturenzauber kosten eins mehr. Jo. Und erst Schlag. Deswegen muss die jetzt auch weg. Überraschend. 2 Schaden. Ja. Dann nehme ich 2 Schaden. Ja. Um eine Taschenspielerei zu spielen. Ja. Vorher kommt der Knife-Trigger. Ziehe ich eine Karte und entscheide mich dazu, einen Picklock-Prankster abzuwerfen. Das heißt, der bekommt eine Marke. Mhm. Und dann kommt die Taschenspielerei. Nimm die auf die Hand. Die geht unten runter. Ja, wenn du gleich wieder einen Mantis-Rider legst, ne, der für 3 hauen will, dann halte ich den mal lieber zurück und würde sagen, du bist dran. Da sind die +1/+1 Marken. Und tappe ich, ziehe eine Karte. Für eine Ebene. Mhm. Spiel ein Kambal. Ja. Consul of Allocation. Wenn mein Gegner einen Nicht-Kreaturenzauber wirkt, verliert er 2 und ich bekomme 2. Ja, das ist leider gut. Ja, ansonsten bin ich fertig.
ich in meinen Zug. Schauen wir mal, was ich ziehe. Wie wär's mit einem weiteren Aktenvernichter? Und dieser Aktenvernichter sagt, dass du jetzt 2 Lebenspunkte bekommst und ich 2 verliere. Weil der eine Blitzaxt abkriegt. Indem ich hier zusätzlich dann noch einen Consider abwerfe. Ich habe 2 Knife-Trigger. Ich würde mit ihm anfangen. Ja. Ich entscheide mich dazu, das abzuwerfen. Warum tust du sowas? Der zweite Knife-Trigger. Mhm. Ich entscheide mich dazu, das abzuwerfen. Kriegt er keine Marke. Und dann ist dein Kambal jetzt tot. Ja. Und dann würde ich angreifen wollen für 3. Ja. Dann bin ich auf 19. Dann bist du dran. Wird irgendwie nicht besser. Dann schocke ich mich. Oh. Ich weiß, was da kommt. Nee, eben nicht. Okay, nicht. Dann kommen da mehrere Dinge. Leider. Talia Guardian of Raven und ja. Werewolf Pack Leader und darauf, dass der gecastet wird. Habe ich 2 Knife-Trigger. Ich fange mit ihm an. Ja. Ich entscheide mich mal dazu, den Ledger Shredder abzuwerfen. Mhm. Kommt der zweite. Ich entscheide mich dazu, den Picklock Prankster abzuwerfen. Ja. Bin ich leider fertig. Dann gehe ich in meinen Zug. Ziehe ich ein Kärtchen. Für 2. Eine Talia, eine Antwort. Ja. Für 1. 5 Schaden. Knife Trigger. Fangen wir mit dem an? Ja. Sleight of Hand. Den hier. Ein Land. Move to Combat für 5, 7. Zack. Runter auf 10. Und dein Zug. Ich weiß nicht, ob du ihn spielst, aber was für mich jetzt böse wäre, wäre der Deputy of Detention. Der exilt unter sich alle Kreaturen mit einem und demselben Namen. Ist der nicht human? Nee, der ist ein Vedalken. Aber er kostet halt 3 Mana. Der könnte aus der Collective Company kommen. Man hat es damals in Human, in Modern gespielt. Ja, aber ich habe halt 12 Länder, die seinen Mana nicht bezahlen können. Ja, okay. Dann spiele ich nur einen Coppercode, lege ein Tapland und greife für 1 an. Nee, für 2. Stimmt, für 2. 14. Dann bin ich leider fertig. Stellen wir den ab. Für 7. Ja. Runter auf 3. Du bist. Okay, komm. Komm, zeig die. Ja, jetzt, zeig die 2 Mantis Rider. Ja, jetzt muss... Nee. 2 Removal wären besser. Ja, 2 Brutal Cathar? Brutal Cathar ist viel zu schlecht für mein Deck. Aber nee, da sind zwar 4 Kreaturen bei, aber keins davon ist eine Antwort. Okay. Dann ist das so ein bisschen durch. Dann gehen wir ins nächste. Kommt hier auch eine 1 hin. Zack. Ah, dafür darf ich ja jetzt anfangen. Nein. Ah, ja, die Ledger Shredder sind halt schon ganz okay, ne? War eine Adelaine, 2 Experiment 1 und ich glaube ein Copper Code. Ich hätte halt wirklich, damit ich jetzt noch gut rauskomme, hätte ich mindestens einen Removal gebraucht. Hast du mal über Imodanes Recruiter nachgedacht? Einen so aber wobei der gibt nur, wenn du ihn castest, die plus 1, plus 0 und Haste, ne? Mhm. Nicht, wenn er ins Spiel kommt, weil dann wäre der richtig gut. Also wenn das Battlefield entert, dann allen Haste und plus 1, plus 0, dann wäre richtig gut. Weil ja, und auch das Adventure kann ich halt nur schwer 5. casten. Du hast 3 Länder gehabt, die Weiß produzieren, also... Ja, aber mein Ziel ist eher, dass meine Länder fast alle grün machen oder dass es die 12 Egal-Länder sind. Ja gut. Ich weiß nicht, wie viel du neben den 12 Egal-Ländern noch spielst. Ein Basic? Ja. Und 10 weitere. Also für 23 Länder? Mhm. Okay. Wie gesagt, 3 Spiele, jede Runde. Hattest du euch den Timer gestoppt? Ja, den habe ich knallhart vergessen. Da habe ich irgendwie ein Talent für.
Mal knapp 15 oder so. So, ja, das sollte reicht wohl. Ja, das schaffen wir schon. Also der letzte dürfte jetzt nicht so lange dauern. Ich glaube, wir sind jetzt weniger die alles hier rauszögern. Ja. Ich glaube, da ist heute keiner bei. Also wir haben niemanden, der wirklich ein langsames, kontrolllastiges Deck spielt. Gut, jetzt muss ich hoffen, dass ich gut abhebe bei dir. Bitte, vielleicht sind es genau 7, die ich dir da hingelegt habe. Das sind 7? Gucken wir mal, wie gut die 7 sind. Viel Spaß, viel Glück, ich fange an. Halte ich. Ich auch. Dann zeige ich dir eine Cavern of Souls für Humans und Experiment 1. Okay. Turn. Hätte ich hier mal so eine Insel? Ja. Und spiele eine Tanzspielerei? Ja. Nimm die auf die Hand und die geht unten drunter. Ja. Dann darfst du. Untap. Draw. Zweite Cavern. Coppercoal Vanguard. Jo. Der wächst und wächst durch seine statische Fähigkeit und greift für 3 an. Ja, ja. Die habe ich genommen. Dann würde ich mal so einen Aktenvernichter spielen wollen. Ja. Ich hoffe, der funktioniert wieder genauso gut wie gerade. Du bist dran. Hoffentlich nicht. Doch. Ich mag das nicht, wenn du auf dein Deck haust. Das funktioniert bei dir immer viel zu gut. Dann spielt man getappten Tempelgarten. Mhm. Geh in Combat und greif mal mit beiden an. Block. Ja. Krieg ich 3. Ja. Dann bin ich leider fertig. Dann zieh ich eine Karte. Ja. Dann würde ich eine Taschenspielerei spielen wollen. Ja. Die geht auf die Hand, die geht unten drunter. Mhm. Und dann würde ich gerne einmal einen feurigen Impuls auf deinen Coppercoat spielen wollen. Ich habe einen Knife-Trigger. Ja, macht 2 Schaden, Target Creature. Dann werfe ich einen Arclight Phoenix ab. Das heißt, ich bekomme eine +1/+1 Marke. Ja. Und dann bin ich fertig. Enttappe ich, ziehe eine Karte, spiele ein Cycloded Courtyard für Humans und zeige die Collected Company. Das darfst du tun, ja. Also die Truppensammlung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und nichts ist dabei? Oh nee, da sind 4 bei. Aber die Frage ist... Das macht der immer. Ja, auf die Hand zurück. Darf nicht gespielt werden. Gegen Combat. Greif für 6 an. Mehr auf 8. Und bin ich fertig. Finger in the Ice. Ja. Ist noch Collected Company auf Hand, ne? Ich kenn dich doch. Mach mal den Mantis Rider weg. Oh. Das ist nicht fair. Wenn du jetzt eine zweite Collected Company spielst, das ist nicht fair. Sei dran. Das macht er jetzt nämlich wirklich. Nee. Ich lieg nach Adelaine, der wächst. Nee. Die ist nur 3-3. Der ist selber 3-3. 3-4. Achso, Toughness zählt der auch bei Evolve? Ja, klar. Okay, ja, das wusste ich nicht. Dann spiel ich noch ein Tapland. Ja. Gegen Combat. Dann würde ich 5 Schaden nehmen. Ja, 4. Ja, stimmt. Der Token kommt ja auch noch. Jupp. In Ordnung. Dann bin ich fertig. Dann enttappe ich mal. Dann ziehe ich ein Kärtchen. Dann würde ich für... Wie machen wir das jetzt? Das muss gar nicht. Doch, so. Jeder geht auf ein Abenteuer. Und du suchst nach Fee, Instant or Sorcery oder was war das? Ja. Ich nehme das, nehme die Slide of Hand auf die Hand. Ja, und Finger in the Eyes und was noch? Option, Ledger Shredder. Ja. Das waren die anderen. Ja. Ein
Und dann ist das deins, weil mein Land getappt ins Spiel kommt. Hm. Sind wir durch, habe ich nicht geschafft. Du sagst, ich habe Collected Company in der Hand. Ich habe nur Länder in der Hand. Ja, ja. Die anderen habe ich gerade getopdeckt. Nee, da hat halt das eine Land bei mir gefehlt. Der Missing Land Drop. Mhm. Ansonsten hätte ich es flippen können. Ja gut, kriege ich den Reflector Mage zurück auf Jan und bounce es zurück. Du bounce ja eine Walking Horror. Ich lege einen Finger in die Eis. Ja, aber du musst halt nochmal die... Das hätte geklappt. Da hatte ich genug. Okay. Da hatte ich genug für. Also, wenn ich Mana habe. Also, das ist das Entscheidende gewesen. Das Mana hat mir gefehlt. Ja, für ein Spiel zum Zurückkommen hat es gereicht. Jetzt fürs zweite leider nicht. Aber ich habe auch im dritten Spiel jetzt nicht so das Removal gehabt wie im zweiten. Ne? Mhm. Also, im zweiten war halt schon mehr Removal da. So wie ich es auch notwendigerweise hatte. Die hast du rausgenommen, die Lagrella? Ja, es ist temporäres Removal. Du hast, du hast zu viel, um sie wegzumachen, damit du deine Sachen wiederkriegst. Na gut, das stimmt. Der Reflector Mage ist gut, aber das ist halt temporär, wirft dich nur minimal zurück. Mhm. Und Kambal ist halt ein No-Brainer. Ja, den wirst du halt auch heute gegen Andi noch brauchen. Gegen Jens glaube ich nicht und gegen JD glaube ich auch nicht, ne? Nee. Wobei, das Live-Gain? Tut zu wenig. Da kann ich besser Lifelink-Kreaturen aus dem Sideboard nehmen. Ja, das geht auch. Gut, ja, wie gesagt, wir brauchen nicht lange. Die Runde ist schon wieder rum. Wir haben es geschafft. Und es geht, glaube ich, jetzt dann gleich wieder weiter, ne? Mhm. Mit der nächsten. Also, bis dahin. Ciao. Ja, auf bald.